meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier gerade, wie man unschwer erkennen kann, im Flur. Da hinten seht ihr auch so ein bisschen Zeugs rumstehen. Ich bin nämlich heute dabei, unseren Flur einmal komplett auszuräumen, weil morgen kommt nämlich mein Bruder zu Besuch und der hilft uns einmal hier komplett den Bodenbelag und auch den Estrich rauszuholen, weil wir haben nämlich beschlossen, dass wir den Flur mit dem Wohnzimmer gleich mitmachen. Und ja, da muss hier einmal alles freigeräumt werden. Hier hängen noch ein paar Jacken rum und hier am Boden steht auch noch so ein paar Schuhe und alles. Genau, das muss jetzt alles weg und dann kann es morgen hier losgehen. Da bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich eine ganz schöne Sauerei hier, weil ja, da kann man nicht abschließen zum Wohnzimmer hin. Zur Küche und Esszimmer hin ist nur eine Schiebetür, die hält auch nicht ganz viel zurück. Und der ganze Flur wird wohl wieder voll mit Staub sein, aber naja, das gehört dazu. Wir kennen es ja fast nicht anders und das schaffen wir dann auch noch. So ihr Lieben, ihr hört es bestimmt schon im Hintergrund. Der Kevin, mein Bruder, ist gerade da und der ist dabei, unten den Flur wortwörtlich auseinanderzunehmen. Ich habe meine Zeitrafferkamera oder mein Handy mit dem Zeitraffer mal unten zu ihm gestellt oder angebracht und ich werde jetzt hier noch die Backsteine verputzen und ich dachte mir, es ist für euch vielleicht interessanter, mal ein bisschen Abwechslung zu haben, mal wieder so einen kleinen Abriss mitzuverfolgen, anstatt mich hier zu sehen, wie ich gefühlt die 300. Wand verputze. Genau, aber lange Zeit zum Klappern ist ja auch nicht. Ich werde gleich mal loslegen, weil wir haben es schon, ja, nach drei wird also Zeit, hier mal anzufangen. Morgen ist natürlich auch noch ein Tag, aber je mehr man an einem Tag schafft, desto mehr kann man am Tag darauf noch erledigen. Am Sonntag sind wir wieder weg, das heißt, da wird nichts laufen, aber ja. Ich hoffe, dass es morgen nochmal richtig gut hier vorangehen wird und heute natürlich auch. Leute, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin total am Ende. Ich muss sogar die Kamera hier abstellen, weil ich kann sie nicht halten. Ich weiß nicht, ob ihr es im Zeitraffer erkennen konntet, aber irgendwann, als ich hier mit dem Teil Wand fertig war, bin ich nach unten und habe geholfen beim Estrich rausstemmen und mein Körper ist einfach komplett kaputt. Das war so, so anstrengend. Und im Zeitraffer schaut es so schön fließend aus, aber das war wirklich übelst Murks. Also der Boden hier im Raum im Vergleich zu dem unten ging raus wie Butter. Aber hier, also unten im Flur, war das wirklich sehr, sehr hartnäckig. Und ja, mit unseren kleinen Schlaghammern dort war einfach nicht ganz so effizient. Wir hätten da besser irgendwie was Größeres hier gehabt. Hatten wir aber nicht.
ja, und es musste gestern einfach alles raus. Das heißt, wir haben mit dem gearbeitet, was wir hatten. Maris kam irgendwann mit dem Schlaghammer. Mit dem kann ich ja gar nicht arbeiten, also der ist mir viel zu schwer. Aber er hat dann so, keine Ahnung, 10-mal auf eine Stelle gehauen und war die quasi kaputt. Dann konnte die so schön lose gemacht werden und rausgenommen werden. Aber das schafft man halt auch nicht eine halbe Stunde lang. Jedenfalls wir nicht. Und ja, genau, es war eine sehr schleppende Arbeit. Und ist jetzt aber alles raus. Die Jungs, also Maris und Kevin, werden unten jetzt überall, wo in den Wänden noch so etwas tiefere Löcher sind oder der Boden nicht ganz gerade ist, auch noch im Wohnzimmer, hatte ich euch ja im letzten Video gezeigt, nochmal alles so schön auffüllen. Und dann kommt da die Folie und dann haben wir uns noch so ein Gitter besorgt. Das kommt da auch noch mit rein für die Stabilität vom Estrich halt danach. Genau, das ist heute der Plan. Und am Samstag kommt dann die Verstärkung zum Estrich verlegen und da bin ich auch gespannt. Der meinte so, ja, das müssten wir aber locker auf den Samstag hinbekommen, also Wohnzimmer und Flur. Und es muss ja dann auch irgendwie klappen, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil wir haben für den Estrich eigentlich immer recht lange gebraucht. Aber ja, der hat halt Erfahrung da drin. Das heißt, es wird dann wohl ein bisschen schneller vorangehen. Hoffe ich zumindest. Gehe stark davon aus, sagen wir es so. Ich werde endlich von unserem Ökoputz, den ich jetzt immer benutzt habe, auf die Kalkglätte umsteigen und werde dann hier einmal komplett die Flasche mit auch hier der Duschwand und dem Wäscheschacht hier unten werde ich jetzt alles auf einmal verputzen, damit das eine schöne, glatte und ebenmäßige Ebene wird. Ich habe bis jetzt, glaube ich, einmal mit der Kalkglätte gearbeitet und ich fand, das ging richtig gut, weil das trägt man halt auf und dann macht man danach nochmal so ein Brett drüber und das wird dann richtig schön eben. Und alles, was halt am Ende nicht so eben wird oder wo wir noch ausbessern wollen, können wir ja nochmal mit dem Schleifpapier oder so drüber. Aber ja, das Ziel ist es schon mal, das mit der Kelle und allem schön glatt zu bekommen, damit wir danach nicht mehr überall drüber müssen. Genau, ich bin sehr gespannt. Ich lege also jetzt mal los. Und habe eine Seite gefunden, wo es wirklich richtig schöne Türen gibt. Also die hier fand ich zum Innenhof hin wirklich super, super schön. Die würde ich sofort so nehmen. Naja, wenn das Geld da wäre. Aber die haben im Allgemeinen hier eine super schöne Auswahl. Ich fand auch irgendwie, ich glaube die war's. Nee, nicht ganz. Vorhin noch eine andere zusammengestellt, finde ich auch super. Ich glaube, das war die. Auch super schön, etwas verschnörkelte alles. Und ja, der Nachteil wäre, hier sind keine Fenster an der Seite und der Preis ist nochmal etwas höher.
und es bringt auch dann nicht ganz so viel Licht in den Raum, aber das fände ich dann für vorne an der Hauptstraße irgendwie cooler, wobei wir da keine doppelflügelige brauchen. Oben bei unserem kleinen Flur, da wäre das echt richtig cool, da so eine doppelflügelige zu haben, vor allem, weil man hier auch auswählen kann, dass die nach außen öffnen. Die Option besteht irgendwie bei den meisten Seiten eher nicht so. Und genau, ich glaube, ich muss einfach nochmal zurückgehen. Ah, die war's. Aber eher in so hier rund oben. Fände ich auch richtig, richtig schön. Naja, wissen wir, worauf wir noch weiterhin sparen sollen. Aber schon mal so als kleiner Tipp, also die Seite hier, Vertano, finde ich, hat richtig schöne Designs, was so Türen angeht. Und man kann, glaube ich, auch hier Türen komplett nach Maß machen lassen. Finde ich auch super, aber genau, wird dann wohl nochmal was teurer. Ich habe die hier im Warenkorb. Gucken wir mal hier. Ja, der Endpreis wäre dann noch bei über 7000 Euro, was eigentlich okay ist, finde ich, für so eine schöne Tür. Ist natürlich eine Stange Geld, aber ja. Genau. Ah, da hat man erstmal das Angebot angefordert. Die Lieferung wird dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie 1000 Euro kosten oder so. Aber schon echt richtig schöne Sachen. Ich bin sehr begeistert. So, ich möchte euch meine Ausbeute von gestern aber nicht vorenthalten. Und zwar habe ich einmal diesen Kleiderhaken hier mitgenommen. Den habe ich einfach irgendwie so mit in die Hand genommen und da meinte meine Freundin Sam, halt ihn einfach bis zum Schluss, wenn du dir nicht sicher bist, weil danach kommst du wieder und dann liegt er nicht mehr da. Der war aus der Möbelbörse. Das ist halt so ein riesen Second-Hand-Laden, wo man das alles immer super günstig abstauben kann. Dann habe ich einmal hier dieses wunderschöne Serviertablett und das ist richtig schwer. Also ist schon fast anstrengend, es mit einer Hand zu heben. Aber ja, ich finde, davon kann man vor allem im Sommer nie genug haben, weil im Sommer essen wir ja immer draußen im Innenhof und ja, dann muss dann immer das ganze Besteck und alles mit nach draußen. Genau, da habe ich den noch unbedingt mitnehmen müssen. Einmal hat der Boy sich hier dieses Bild ausgesucht. Ich fand den Rahmen schon total cool mit diesem Used Look und da noch das Bild da drin. Passt sehr gut, weil er in seinem Zimmer ja auch eine Leuchte hat mit dem Flugzeug drauf. Fand ich auch richtig cool. Dann nochmal aus der Möbelbörse war diese tolle alte Retro-Waage hier. Die muss ich einfach mitnehmen, obwohl ich schon eine alte Waage habe. Aber naja, die ja, ist dann auch noch mit. Die funktioniert auch irgendwie noch. Man muss nur diesen Zeiger hier nach oben stellen, dann bleibt er auch. Und dann, genau, kann man hier drauf drücken und dann wiegt das auch richtig schön ab. Aber dann fällt es irgendwann, naja. Sagen wir, sie funktioniert so halt noch. Aber zu Deko-Zwecken dient sie auf jeden Fall noch sehr gut. Genau, dann waren wir noch im Fischers Lagerhaus. Hier steht's. Da habe ich einmal hier so eine Räucherpyramide mitgenommen. Für mein selbstgemachtes Keramikhäuschen hier. So, dann kann das da rein. Kann ich hier schließen. Der Nachteil ist nur, dass ich bei den Fenstern überall hier auch Löcher habe. Das heißt, es dampft danach nicht nur hier aus den Kaminen raus, sondern auch aus den Fenstern. Ich glaube, ja, da werde ich mir wohl noch einmal eins machen, wo nur die Fenster alle schön angedeutet sind und es dann nur für die Räucherkegel gedacht ist und es dann auch nur aus den Kaminen raus dampfen wird. Aber ich werde das alles die Tage nochmal testen und mal schauen, wie das dann ausschaut. Ja, aber diese Modelle hier sind wohl dann doch eher passender für eine Lichterkette. Dieses kleine Buch hier musste unbedingt mit, weil da ist es drinnen so richtig schön mit diesem rauen Pergament. Und ich liebe das ja allein so vom Gefühl her. Und ich weiß noch nicht genau, was ich damit anstellen werde, was ich mir da reinschreiben werde. Aber ja, meine Schwester Kelly hat die gefunden und wir waren alle drei einfach so begeistert davon, dass wir jeder jeweils eins mitgenommen haben. Und dann hier fürs Bad habe ich mir nochmal 8 dieser Fliesen hier genommen, weil ich fand die richtig schön. Die sind handgemacht aus Marokko
2,80 pro Fliese. Gut, dass ich nur 8 benötigt habe und nicht eine ganze Wand damit voll machen wollte. Genau, die werden dann an unserem Waschbecken hinten lang kommen. So, ja, als kleiner Spritzschutz und als schöne Verzierung. Ich finde, bei unserem eh schon im marokkanischen Stil Bad werden die bestimmt super gut passen. Und ja, jede Fliese ist halt individuell. Die haben auch, wie man hier sieht, immer wieder mal solche Macken. Aber auch das mag ich total. Sind hier alle halt auch nochmal gestempelt. Ich wollte eigentlich gucken, ob da hinterm Preisschild... Okay, ja. Lesen kann ich das jedenfalls nicht, aber vielleicht steht da ja ein Jahrgang. Vielleicht ist es auch nur die, das Atelier, wo die hergestellt werden. Aber ich werde da wohl mit Bleistift oder so noch irgendwie ein Jahr mit draufschreiben. Das werden die irgendwann mal abgemacht werden, dass man da aber schön sieht, von wo die Fliesen kamen. Vielleicht wertschätzt ja irgendwer die und macht die im ganzen Stück ab und verwertet die dann nochmal wieder, aber... Naja, genau. Was draufschreiben ist immer besser als nichts. Ich finde das eigentlich immer toll, wenn man alte Dinge findet, wo irgendwie noch ein Datum oder eine Herkunft oder so draufstehen. Haben wir hier im Haus leider nicht viel gefunden, aber ja, deshalb werden wir das halt anders machen. Genau, das ist so die Ausbeute von gestern. Bei der Möbelbörse hatte ich für 15 Euro... Ah stimmt, da war noch ein Schafsfell mit dabei. Das habe ich jetzt hier nicht in der Kamera. Aber ja, einfach ein ganz normales Schafsfell. Die kommen ja bei uns auf die Sitzbank vom Grundofen. Ja, da war dann das Schafsfell für 15 Euro nur. Und für die drei Dinge hier, also den Kegel noch mit, hatte ich für 45 Euro. Das war dann halt ein bisschen teurer. Ja, neu kaufen ist halt quasi immer teurer, ne? Ich kann beide Läden auf jeden Fall sehr empfehlen. Ach ja, nebenbei bemerkt, wenn ihr mal in der Nähe von Trier seid. Die beiden Läden befinden sich nämlich in Trier. Hallöchen, ihr Lieben, am Samstag hinter mir hier, wie man sieht, schaut es schon richtig gut aus. Der Kalk ist komplett getrocknet. Ich wollte eigentlich nicht warten, bis er komplett trocken ist, weil ich möchte jetzt überall hier nochmal so eine ganz zart dünne Schicht drüber machen und dann einmal überall mit diesem schaumigen, nicht so richtig Schwamm, aber wirklich so ein Schaum, Reibebrett drüber gehen, weil ich habe nämlich hier oben gemerkt, dass es dann eine viel glattere Oberfläche bekommt und somit im Endeffekt auch dann besser noch zum Tadlakt passen wird, weil ja hier teilweise an den Seiten, man wird es in der Kamera wohl eher nicht erkennen, würde ich sagen, da hier ist es auch schön glatt, aber zum Beispiel hier, genau, da sieht man es. Da hat es irgendwie so eine rauere Struktur bekommen, weil, ja, keine Ahnung, noch kleine Klümpchen im Kalk waren oder weil das halt mit diesen harten Reibebrettern doch nicht ganz so gut geht wie mit so einem Schwammbrett. Das passt sich ja dann viel besser der ganzen Struktur an und ja, genau. Deshalb werde ich jetzt nochmal so ganz dünnflüssigen Kalk anmischen und da so eine ganz, ganz dünne Schicht überall drüber machen. Das wird mich wahrscheinlich auch wieder 1-2 Stunden kosten, weil es dauert immer länger, als man denkt. Vielleicht geht es auch schnell, keine Ahnung. Ja, und weil wir nicht genügend Projekte haben, wird demnächst hier in unserem Ankleidezimmer auch ein Projekt starten. Ich bin diese Wand nämlich wirklich satt, also irgendwie... Sollte auch hier immer mal eine Verzierungsleiste hin, kam nie dahin, keine Ahnung wieso.
Und im Allgemeinen so, ja, Tapete ist halt einfach nicht mein Ding irgendwie. Anfangs wollte ich eher in so einen schickeren Landhausstil eintauchen, habe aber gemerkt, dass das irgendwie nicht so wirklich zum Haus passt und auch nicht zu uns passt. Deshalb die Wand hier oder die Tapete hier muss weichen und da kommt was ganz Besonderes hin. Dazu wird es dann aber mal ein separates Video geben. Darauf freue ich mich sehr und ich hoffe auch, dass ich sehr, sehr bald dazu kommen werde. Aber ja, hier im Bad sind wir, glaube ich, bald wieder an so einem Punkt, wo es daran liegt, dass Marius sich einmal Zeit nehmen muss, um hier wieder voranzumachen, weil es sonst nicht vorangehen wird. Ja, es hängt ja, wie gesagt, immer noch hier an der Wand am Strom, bevor ich da diese ganze Regalwand bauen kann. Und ja, da ist auch nochmal was mit Strom. Da ist ja hier jetzt das Kabel und das soll einmal noch durch die Wand durch, damit auf der anderen Seite hier vom Fenster auch noch eine Steckdose hin kann. Das sind alles so Dinge. Er muss oben da noch irgendwie was einsetzen, noch so eine Art Sturz, aber nichts Tragendes, weil der tragende Sturz ist ja bereits drin. Das heißt, da wird irgendwie sowas Verblendendes kommen. Keine Ahnung, was er da... Er hat damals was gekauft, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Wieder super informiert, ich weiß, aber das muss erstmal zumachen, bevor ich die komplette Wand hier verputzen kann. Es liegt immer noch in der Dusche an der Sitzbank. Also ihr merkt schon immer mal wieder solche Kleinigkeiten, wo es deswegen nicht richtig vorangehen kann. Ich wollte hier im Wäscheschacht nochmal verputzen, was ich eigentlich tun könnte, weil heute ist richtig gutes Wetter draußen. Bereits mit dem Deckel beginnen, der hier drauf soll. Hier wollen wir nämlich einfach so an der Wand einen Deckel festmachen mit hier irgendwie so einem Hebel, dass man das so, genau, so auf und zu klappen kann. Ja, damit könnte ich eigentlich schon beginnen. Und ich, genau, ich habe noch so ein paar kleinere Projekte. Das könnte ich eigentlich auch heute tun, wenn ich in der Dusche nicht weitermachen kann. Nämlich ist an unserer Tür, an unserer Schlafzimmertür, ist immer noch dieser weiße Lack dran. Und damals habe ich noch nicht so mit Heißluftföhn gearbeitet und ich glaube, deshalb habe ich das nicht so gut abbekommen. Das könnte ich noch machen. Oh, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Vielleicht ziehe ich das noch vor. Mal gucken. Und dann möchte ich unbedingt all unsere Türen, die haben ja jetzt eher so ein, ja, nicht ganz helles, so ein mittelhelles Holz. Und die wollte ich alle noch dunkel beizen. Ja. Ich finde irgendwie, das dunklere Holz passt viel besser in dieses Haus als dieses helle. Dann habe ich ja hier noch mein umgebautes Kallax-Regal. Dazu gibt es auch ein komplettes YouTube-Video. Damals habe ich irgendwie nur zum Schluss ein paar Schritte übersprungen. Ich habe mir das Video nämlich nochmal angeschaut. Da ist zum Schluss nicht mehr alles so ganz genau erklärt. Ich glaube, da waren wir einfach froh, dass wir fertig waren. Aber das wollte ich eigentlich auch noch hier außenrum dunkel beizen. Und dann hier auch andere Fronten für meine Schubfächer, Schubläden nehmen. Die sollen dann auch dunkel werden. Und dann die oberen zwei Körbe hier werden noch mit diesen hier ersetzt. Die sind ja zwar jetzt etwas heller, aber das sind diese alten IKEA-Körbe aus dieser Kokosfaser. Und da habe ich mir tatsächlich auch schon die Frage gestellt, ob ich die nicht dunkel beizen soll. Aber wir wollen es erstmal nicht übertreiben. Also genau, das Holz soll dunkel werden. Die Tür soll dunkel werden. Mein schöner alter Schrank da hinten ist ja bereits dunkel. Und dann wird es sich hier auch alles irgendwie besser noch fügen, wenn die Wand erstmal auch umgeändert wurde. Hier hängt ein BH. Den wollte ich eigentlich noch zurückbringen, weil er nicht passt. Er hängt immer noch da. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie in unsere WhatsApp-Ausmistgruppe setze oder so. Oder keine Ahnung, was damit passiert. Und dann im Endeffekt stört mich eigentlich nur noch der Boden hier. Hier haben wir uns damals leider für helles Laminat entschieden. Keine Ahnung, wieso wir nicht einfach das gleiche genommen haben wie sonst überall im Haus. Wobei das mir mittlerweile auch nicht mehr so gut gefällt. Das haben wir in unserem Schlafzimmer und in Marlos Schlafzimmer. Aber ja, damals... Keine Ahnung, wieso wir nicht gleich richtiges Holz genommen haben. Wir dachten irgendwie, das würde zu teuer werden. Im Endeffekt finde ich das Holz teilweise
nicht viel teurer ist als Laminat. Der Vorteil am Holzboden ist ja, wenn die Farbe dir nicht gefällt, dann schleifst du es halt wieder ab und beizt eine neue Farbe drüber oder so. Ja, bei Laminat geht es halt nicht. Wenn die Farbe dir nicht gefällt, dann gefällt sie dir nicht mehr und dann muss der Boden entweder raus oder du musst damit leben. Deshalb mein Tipp an euch, entscheidet euch für richtiges Holz und nicht dieses ganze Vinyl und Laminat und alles. Ich glaube, anstelle von Laminat oder Vinyl würde ich dann tatsächlich eher Fliesen nehmen. Klar, Fliesen sind um einiges kälter, aber diese Haptik einfach, keine Ahnung, wenn man da barfuß drüber läuft, das Laminat oder Vinyl ist halt einfach so Plastik. Und das andere ist halt entweder Stein oder Keramik oder halt Holz und das fühlt sich einfach anders an. Also kann jeder mir sagen, was er will, so gut das Imitat auch ist, das merkt man irgendwie. Jedenfalls habe ich bisher noch kein Imitat gesehen oder gefühlt, das irgendwie daran rankommt. Genau. Mein Wort zum Samstag. Ich werde mir jetzt, glaube ich, tatsächlich den Heißluftföhn schnappen und unsere Schlafzimmertür in Angriff nehmen. Ja, da habe ich richtig Lust drauf. Und dann mache ich danach noch das hier mit dem Kalk. Aber das schaut schon so in der Kamera schön glatt aus, ne? Also das glänzt vor allem da oben schon sehr. Ich glaube, da oben habe ich auch mit dem Schaumbrett drüber. Oder mit dem Schaumbrett. Los geht's. Ein völlig neues Raumgefühl, Leute. Wie toll das ausschaut. Und die haben das jetzt in einer Geschwindigkeit gemacht. Ich glaube, das hat Marius und seinen Vater allein nicht so hinbekommen. Oder jedenfalls nicht so schnell. Ob das jetzt alles so perfekt gerade ist, merken wir natürlich erst, wenn wir hier unsere Dielen bzw. unsere Steinplatten hier verlegen, aber so auf den ersten Blick schaut es doch schon mal richtig toll aus. Ich stehe übrigens hier auf unserer Rampe. Sehr schön, da freue ich mich, dass dieser Schritt endlich mal erledigt ist. Und jetzt liegt es noch an dem Ding da. Na, ja, reden wir einfach nicht weiter drüber. So, ihr Lieben, hier herrscht das wahre Baustellenchaos in unserem Schlafzimmer. Ich habe nämlich nicht nur die Türen, sondern auch hier die Fensterbretten und unsere Nachttischbretter mit dunkel gebeizt und geölt. Und jetzt ist hier im Zimmer das absolute Chaos ausgebrochen. Aber die Taschen sind gepackt. Kann ich euch in dem nächsten Chaosraum noch zeigen. So, da sind die gepackten Taschen. Jetzt geht's nämlich zu meinem Bruder. Wir werden dort übernachten, weil wir halt unten nicht aufs Klo kommen. Wir haben jetzt heute den Tag überlebt mit unserem Campingklo. Aber ja, jetzt so für die nächsten zwei Tage ist es nicht so das Wahre. Deshalb werden wir bis Montag bei meinem Bruder sein und lassen dann hier derzeit den Estrich trocknen. Genau, nehmen Hund mit, die Katze,
Die kommt so zurecht. Wie schon gesagt, ich war mit den Türen beschäftigt und mit den Türrahmen. Deshalb ist leider hier hinter mir im Bad heute überhaupt nichts passiert. Aber naja, es ist wenigstens unten richtig gut vorangegangen und das mit den Türen war längst überfällig. Ich bin natürlich nicht ganz fertig geworden, weil der Türrahmen hier von unserem Ankleidezimmer, den habe ich damals leider lackiert und nicht geölt. Und ja, ich war heute nicht motiviert, beziehungsweise hatte auch nicht die Zeit, das komplett nochmal abzumachen, also diesen Lack. Und ist natürlich jetzt eine Tür, die nicht so schön ausschaut wie die anderen. Oder nicht gleich ausschaut wie die anderen. Naja. Wie das halt so ist auf der Baustelle, wird dann irgendwann mal gemacht. Und ja, ich würde sagen, das geht mir schon schnell genug auf die Nerven, dass ich das nicht ganz so lang hinziehen lasse wie den Rest der Türen. Das war's für heute von mir. Ich melde mich, glaube ich, am Dienstag nochmal zu Wort, bevor ich das Video beende. Wir sind gerade wieder zurück und schaut einfach mal, wie schön dieses Fensterbrett und dieser Nachttisch sich jetzt hier integrieren, so mit den Holzbalken hier. Ja, die passen echt sehr viel besser als das davor. Andere Sache, falls irgendwer einen guten Tipp kennt, um Wildleder zu reinigen, ohne dass unser Bett danach bestenfalls 3 Tage lang nass ist. Ich weiß, ich wollte es eigentlich machen, bevor wir gegangen sind, damit es auch alles trocknen kann, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Aber ja, guter Wildlederreiniger, der vielleicht nicht allzu chemisch ist, damit man hier trotzdem noch schlafen kann. Tipps sind gerne in den Kommentaren willkommen, weil man halt immer dagegen sitzt. Sieht man richtig, hier sitze ich, hier sitzt Marlo, hier sitzt Marius, hier sitzt Marlo, hier sitze ich. Und ja, wird das halt mit der Zeit immer so ein bisschen, verfärbt es sich und schaut nicht ganz schön aus. Deshalb, genau, wie gesagt, Tipps sind willkommen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich da irgendwie was drüber machen soll, das mit einem anderen Stoff noch überziehen soll, der ein bisschen reinigungsfreundlicher ist oder den ich vielleicht auch abmachen kann und waschen kann. Aber ja, so schaut es echt, finde ich, teilweise ein bisschen eklig aus. Falls ihr euch hier fragt, wieso hier überall die Tapete ab ist. Ich habe vor ein paar Monaten mal an der Tapete hier überall so ein bisschen Schimmel entdeckt und habe mich gefragt, ob der Schimmel halt nur an der Tapete ist oder ob er auch darunter in der Wand ist. Damals war er nur auf der Tapete. Hier an den Fenstern fängt er aber auch überall wieder so ein bisschen an. Und meiner Meinung nach ist es, weil wir hier alles damals mit Gips verputzt haben. Und Gips ist einfach der Endgegner. ja, der Plan ist irgendwann mal, allerspätestens, wenn unser Schlafzimmer oben im Dachgeschoss fertig ist, das hier alles einmal wieder abzumachen. Hier sind ja auch vor allem die schönen Steinwände noch dahinter, da vielleicht auch ein Teil wieder sichtbar, also freizulegen und es dann hier alles mit Lehm zu verputzen, weil, ja, Lehm ist halt einfach die bessere Wahl. Oder vielleicht sogar, falls hier ein bisschen mehr Probleme mit Feuchtigkeit sein sollten, vielleicht dann auch alles irgendwie mit Kalk verputzen zum Teil. Weil, ja, so ist es hier eindeutig nicht sehr vorteilhaft für ein Schlafzimmer. Ich mache das halt dann von Zeit zu Zeit immer wieder mal ab. Aber trotzdem schaut es mit der fehlenden Tapete und auch so im Allgemeinen nicht sehr einladend aus, aber genau. Trotzdem finde ich mit dem dunklen Holz, dass sich das sehr schön hier in unser Bild fügt. Und ja, jetzt heißt es für mich Bett frisch beziehen und dann geht's ab ins Bett. Ein völlig neues Raumgefühl, würde ich mal behaupten. Also das wirkt hier komplett anders. Man fühlt direkt, dass die Nähe zur Decke hin viel geringer ist. Also viel geringer, es sind ja eigentlich nur so,
keine Ahnung, 5 cm, aber das spürt man dann doch schon irgendwie. Und ich finde, unser Grundofen wirkt so richtig winzig und auch die Sitzbank ist total niedrig. Klar, da kommen auch nochmal Steine drauf, aber hier auf den Estrich kommt natürlich auch nochmal Holz drauf. Das heißt, es wird sich einigermaßen ausgleichen. Die Steine sind vielleicht ein bisschen dicker als das Holz, aber trotzdem, ja, man spürt so richtig einen Unterschied. Auch unser Fenster hier, das wirkt, ja, das wirkt, das ist jetzt viel niedriger. Und ja, also ich bin super begeistert, wie schnell das gegangen ist, wie schnell das alles hier trocknet. Das soll klar nicht zu schnell trocknen, aber das tut es auch nicht dadurch, dass wir die Heizkörper hier einfach ausgelassen haben. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, wenn das alles komplett durchgetrocknet ist, wie das hier mit dem Holz wirken wird. Der Estrich ist nach 2-3 Tagen begehbar, was ja jetzt der Fall ist. Also wir haben es am Samstag gemacht, wir haben heute Dienstag. Bevor man da was anderes drüber legt, also bevor das komplett durchgetrocknet ist, soll man da natürlich nichts drauflegen. Und das sind halt diese bekannten oder, denke ich mal, bekannten 21 Tage, die wir jetzt abwarten müssen. Und dann wird wohl im März hoffentlich schon hier der Holzboden verlegt. Bis dahin müssen wir aber noch die Verblendbalken da hinten an der Decke fertig haben. Ich möchte nochmal, wenn die Verblendbalken dann fertig sind, diese Wand da an der Seite von unserem Treppenaufgang, die möchte ich nochmal verputzen. Da ist nur eine Putzschicht drauf und da muss ich nochmal eine feinere Putzschicht drauf machen und das dann alles auch schön verreiben. Theoretisch wollte ich auch vor allem, dass die Decke hier bereits fertig verputzt ist, bis hier der Boden verlegt wird und wenn möglich auch der Anstrich bereits fertig ist. Auf den Grundofen werden wir jetzt nicht mehr warten, dann muss der Fußboden halt abgedeckt werden. Aber ich glaube, wenn wir da warten, bis der fertig ist, dann wird hier, keine Ahnung, in einem halben Jahr noch kein Fußboden liegen. Jetzt sehr dramatisch dargestellt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht noch ein halbes Jahr dauern wird. Aber gut, bisher ging es ja auch nicht so voran, wie wir gehofft hatten. Bis auf den Grundofen fehlt eigentlich nicht mehr so viel. Klar, die Decke verputzen wird noch mal so eine sehr unangenehme Aufgabe, aber muss halt gemacht werden. Was möchte man tun? Aufs Anstreichen freue ich mich eh immer. Das ist immer wieder so ein kompletter Raumumwandler-Effekt. Ja, dann braucht der Raum da hinten noch ein bisschen Liebe. Das wird ja unser Weinkeller-Holzlager. Da wissen wir, dadurch, dass wir da Holzlager noch nicht genau, ob wir da auch den Fußboden, also den Holzfußboden, der hier hinkommt, bis da rein verlegen sollen oder nicht, weil keine Ahnung, wenn wir irgendwie in einem Brennholz einen Holzwurm oder irgendwas drin haben, dann geht es in unseren Fußboden und das wäre nicht ganz so ideal. Deshalb stand die Frage im Raum, ob wir da vielleicht auch diese Steine nehmen sollen. Aber für den Raum, ich ertrage diesen Estrich nicht. Deshalb stand die Frage im Raum, ob da hinten nicht der gleiche Steinboden kommen soll wie im Flur und halt die Steine, die auch für die Sitzbank hier kommen. Die Anzahl an Steine, die wir da haben, wird dafür aber nicht ausreichen. Das heißt, da müssen wir nochmal entweder neue holen oder ähnliche bis gleiche bei Kleinanzeigen nochmal finden. Das wird wahrscheinlich aber erst so jetzt im weiteren Frühling etwas einfacher, weil da die Leute in diesem Garten-Umwandlungsmodus sind und erst dann diese Steine loswerden wollen. Ich weiß nicht, ob schon jetzt so viele Leute im Garten arbeiten. Klar, das kommt so langsam. Okay, guck, oh, jetzt zerbeißt wieder irgendwas hier. Klar, das kommt so langsam, aber ich denke, so im April, Mai um den Dreh werden wir da noch fündiger werden. Aber ja, das wird hier eh alles noch so ein bisschen sich wieder weiter in die Länge ziehen, als wir jetzt damit rechnen. Vor allem, weil oben im Bad es ja auch vorangehen soll. Da ist jetzt, seit ich da verputzt habe, nicht mehr ganz viel passiert. Ich möchte da aber unbedingt diese Woche nochmal ran und auch am Wochenende wieder so richtig gut vorankommen. Ich hoffe, dass am Wochenende sich Marius dann hier den Balken widmen wird und ja, dass wir den Schritt schon mal abgehakt haben, damit, wie gesagt, da hinten die Wand verputzt werden kann und wir auch endlich hier mit der Decke beginnen können. Dann ist der große Schritt schon mal hinter uns und ja, dann heißt es abwarten, bis der Lehm trocken ist und alles so streichen, wie wir das haben wollten. Hier wird nicht alles weiß gestrichen, aber ich meinte, weil
die Wand sehr viel ja Stein sichtbar ist und auch der Lehm sichtbar ist. Da haben wir hier komplett einmal so eine dunklere Seite und deshalb möchte ich aber dann, dass die Seite hell wird. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das komplett weiß haben möchte, wobei dieses Weiß ja auch sich mit der Zeit so ein bisschen verfärbt, oder ob wir da vielleicht dann doch irgendwie noch Pigmente reinmischen sollen, bin ich mir wie gesagt noch nicht ganz sicher, aber ja, allein schon weil die Decke weiß wird, würde ich sagen, machen wir das mit der Wand einfach einheitlich und mit Kind und Tieren und allem drum und dran wird diese Wand eh nicht komplett weiß bleiben, also die wird schon noch ihren Charakter bekommen, da habe ich keine Zweifel dran. Aber vor allem auch wegen unserer Heizkörper, weil die Heizkörper sind halt komplett weiß. Und ich finde, wenn man die Wand dann weiß streicht, dann ja, verschwinden die etwas mehr in der Wand und stechen nicht so daraus hervor. Deshalb, genau, Tendenz liegt dann doch bei komplett weiß. Und wie alle, die schon länger zuschauen, wissen, wenn ich mit Farben rum experimentiere, wird meist nicht das daraus, was ich mir vorgestellt habe. Deshalb, genau, hier noch der Anstrich. Oben im Bad soll es vorangehen, also so langsam aber sicher wird's. Ich bin schon voll im Modus, bei Kleinanzeigen und überall nach sowas zu schauen, aber ja, jetzt hier wieder ein Sofa irgendwo unterzubringen, bevor das alles fertig ist, ist eigentlich auch zwecklos. Ich habe schon so ein Lieblingssofa, mit dem ich liebäugle, das ich aber unbedingt gebraucht kaufen möchte, weil es vom Schweden kommt. Und ich den ja nicht unbedingt unterstützen möchte, wenn es auch vermeidbar ist. Und genau, deshalb, Coco, what are you doing? Jetzt hallo so. Coco sagt auch hallo. Fluffball. Hm? Was hast du denn hier? Ah, das sind meine Dreads. Got it. So, ich habe den Faden verloren. Trotzdem, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Umbauvideo wieder. Hoffe auch, dass ihr aus diesem Video vielleicht was mitnehmen konntet und dass es euch gefallen hat. Und ich sage dann noch einen schönen Tag euch lieben und bis bald. Ciao!